Ja, grüß euch Gott, ich bin der Spanzl Daniel aus Mittenwald, ich bin der oberbadische Witzemeister und jetzt fällt mir gerade ein Witz über die Schwaben. Und zwar ist eine Familie aus Schwaben, die wollten Richtung Italien fahren und dann sind sie Richtung Brennerpass, da kommt dann die bekannte Europabrücke. Da ist eine Polizei drum gestanden, da sagt die Polizei, fahren Sie mal rechts raus. Sagt der Schwab, habe ich da was angestellt? Nein, hat er gesagt, Sie haben Glück, Sie sind der 10-millionste Autofahrer, der die Europabrücke überquert hat. Sie haben 5.000 Euro gewonnen. Auch, das passt ja zu meinem Urlaub, hat er gesagt. Dann hat der Polizist noch gesagt, weil die Presse und Fernsehen da ist, was machen Sie jetzt mit den 5.000 Euro? Dann hat er gesagt, als Erster mache ich gleich mal einen Führerschein. Dann hat er schon geschaut. Dann hat die Frau neben da gesagt, denken Sie denn nichts, Herr Polizist, der redet eben so einen Schmarrn, wenn er besoffen ist. Und hinten drin war die Oma gesessen, die hat nicht genau mitgekriegt, was sie da draus abspielt. Die hat dann beim Fenster rausgeschrien, das habe ich mir gleich gedacht, dass wir mit dem gestohlenen Auto nicht weit kommen.